So, nachdem wir im letzten Part in Libertia ein bisschen herumgegeiert sind, möchte ich mich ein bisschen mit dieser Stadt hier beschäftigen. Schauen wir doch mal. Es müsste Seeheim sein, genau. Nettes Dörfchen. Dieses Jahr beherrscht mir eine hervorragende Ernte. Okay. Wir brauchen den See, doch wir fürchten sein Geheimnis. Wasser kann gut oder böse sein, deshalb sind wir vorsichtig. Okay. Bist du vergiftet, verlierst du kontinuierlich Lebenspunkte. Als ich vergiftet wurde, habe ich mich mit Serum geheilt. Ich wäre jämmerlich verändert, wenn ich kein Serum gehabt hätte. Ha! Dagegen bin ich, bam, gefeit. Servus, mein Sohn, ist in die Großstadt... Achso, okay. Ich war gerade bei Servus, mein Sohn, okay. Servus, mein Sohn, ist in die Großstadt gezogen. Hier ist es ruhig und friedlich, man kann hier gut leben. Und gut Schnitzel essen. Hi. Ich liebe es, in Ruhe das Feld zu bestellen. Sollte ich eines Tages wiedergeboren werden, dann als Bauer. Okay. Na, 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 na. Ich sah etwas. Als ich arbeitete, blitzte etwas am Himmel. Dann rauchte es und stürzte in den See. Was für ein Spektakel. Okay, gerade eben so von vorne sieht der Typ doch aus, Alter, wie ein Irrer, der in eine Zwangsjacke gesteckt wurde, Alter. Zwar ohne Witz. Was geht hier für ein Film? Oh, ich liebe Kühe. Das liegt daran, weil ich alle Tiere liebe. Außer Spinnen. Spinnen sind eklig. Oh. Wie kommen wir nur an diese Kiste? Ha, das ist wirklich ein sehr, sehr schweres Rätsel. Mit einem Vitalelixier. Nice. Ich auch rein? Schade. Wir sollten ja Amanda eine Nachricht von Sam bringen. Ich sehe zwar nicht zu Hause, aber ich bin ein begnadeter Koch. Das Essen zu Hause war so schlecht, dass ich selbst anfing zu kochen. Doch inzwischen sind mir die Ideen ausgegangen. Wie soll ich die Würste zubereiten? Klein schneiden oder braten? Ich bin ja eigentlich eher für braten, aber... Klein schneiden? Na, ein echter Mann nimmt die ganze Wurst in den Mund. Zugegeben, das hört sich falsch an. Warum brätst du sie nicht? Braten? Dafür brauche ich einen Grill, mal sehen. Der Jürgen. Ich hatte eine Vision, die Welt braucht mich und meine Kochkunst. Okay. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt für mich relevant war hier. Muss ich ihm denn einen Grill bringen? Moment mal. Habe ich irgendwas in der Richtung Grill? Wahrscheinlich nicht. Okay. Ich werde jetzt noch ein Foto. Bam! Von Seeheim machen. Das brauchen wir später. Oh, hi. Eine Nachricht für mich? Was, von Sam? Oh, Mann. Ach, du Scheiße. Der Typ scheint mich noch immer zu mögen. Wir waren mal ein Paar, doch das ist lange her. Leider liebte er seine Maschinen mehr als mich. Inzwischen habe ich einen neuen Freund, sagt das Sam. Ach, du Scheiße. Hölle Rö! Was für ein Poser, Alter. Hölle, okay. Ja, das war's wohl mit Amanda. Sie hat sich in BBC gekrallt. Bei den fünf Seen soll eine mysteriöse Kreatur leben. Mein verstorbener Mann behauptet, dort ein Tier gesehen zu haben. Okay. Hi, kleines Mädchen. Mutter sagte, dass Frauen, die auf See umkommen, als Nixen heimkehren. Mutter starb auf See. Ob sie wohl eine Nixe wurde? Oh, das ist traurig. Es tut mir leid, dass ich gerade so einen Lacher hatte, aber ich habe anstatt See Sex gelesen. Ja, so weit ist es mit mir gekommen. Vor einiger Zeit sah ich ein Mädchen in eines der Häuser gehen, danach habe ich sie nie wieder gesehen, wo sie wohl abgeblieben ist. Okay. Eins von diesen Häusern. Hihihihihi, hohohoho, gute Güte. Okay. Gut, gut, das ist das Inn, da brauche ich wahrscheinlich erstmal Nikes. Ich bin auf der Suche nach dem Drachenanker in den Great Lakes. Er bewahrt ihn vor den Gefahren der zahlreichen Stromschnellen. Ich fürchte mich vor der Gegend rund um die Great Lakes. Es ist unheimlich dort. Okay. Hi, kann ich bei dir was kaufen, Digga? Ja, aber nix. Was ich brauchen könnte. Gut.
Ja, da wir jetzt die traurige Nachricht von Sam oder für Sam haben, werden wir ihn doch mal besuchen gehen. Hallo, wie geht's? Hast du Amanda getroffen? Wie geht's dir? Wir können jetzt schwindeln oder die Wahrheit sagen, wir sollen ihm aber tatsächlich die Wahrheit sagen. Schlechte Nachrichten. Ich glaube, sie liebt einen anderen. Und vor allem das andere Teil. Wie bitte? Oh, oh, Amanda. Was habe ich bloß falsch gemacht? Tja, irgendwie tut er mir ja schon leid, der Kerl. Das hat er nicht verdient. Danke. Ich werde jetzt in die Kneipe gehen und einen heben. Oder zwei, oder drei, oder vier, oder fünf. Und das werden wir ihm gleich tun. Wir werden ihm folgen in die Kneipe. Wenn ich jetzt gerade noch aus dem FF wüsste, wo die Kneipe denn war. Das könnte die Kneipe gewesen sein, oder? Yep. Okay, muss ich vielleicht mit ihm nochmal quatschen, oder? Es tut mir sehr leid. Gut, ich bin über die Sache mit Amanda hinweg. Das kam schnell. Ich erfand eine Maschine, die Gespräche über weite Strecken zulässt. Ich habe nicht geglaubt, dass jemand so etwas benötigt, aber jetzt bin ich sicher. Wenn du fernab bist, kannst du dem anderen deine Gefühle mitteilen. Wenn ich nur einem Menschen helfe, hat die Maschine den Zweck erfüllt. Oh ja, ich vergaß dich zu belohnen. Komm mit mir zu meinem Haus. Er hat quasi das Telefon erfunden. Ha! Von wegen, Edward Bell. Nein! Moment, hieß er Edward Bell? Thomas Edison war der mit der Glühbirne, Edward... John Bell... Benjamin... Frank... Nein. Mein Gott, ich bin so dumm manchmal. Schau mir ein Kristall, willst du ihn? Yo, vielen Gedanke. Danke, danke, danke. Komm drüber hinweg, es gibt noch... Gut, hier auf diesem, in diesem Spiel, in dieser Spielewelt wahrscheinlich nicht, aber es gibt noch rund 3 Milliarden Frauen auf der Welt. Oder 3,5 Milliarden. Whatever. So. Gut, dann hätten wir Datte. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir in Seeheim noch irgendwas anderes hätten tun können, aber im Moment... Vielleicht hier. Scheiße, hi. Achso, ja, okay. Ach, ich... Jedes Mal, Alter. Ja, genau. Wir können jede Stadt, so wie ich das jetzt hier verstehe, mit Wachstum bescheren. Was haben wir hier für einen? Hi. Okay, aha. Dead. Oh. Ark erhält Blech. Okay, das war unbeabsichtigt. Aber im Zweifel gut. Yeah. Kann ich das auch nehmen? Was ist das? Sieht ein Tagebuch aus. Mal sehen. XX. Tester des Prototyp 9 verlief negativ. Er ist abgestürzt. Aha. Irgendetwas fehlt noch. Doch was? Prototyp 10 ist fertiggestellt. Endlich. Der Test wird an See stattfinden. Ich hoffe, dass, es diesmal klappt. Okay. Scheint wohl das Haus eines Erfinders zu sein. Bamsen. Es könnte sich vielleicht um diesen gesuchten Willy Will handeln. Okay, gut, dann glaube ich, sind wir in Seeheim soweit fertig. Sollte ich irgendwas vergessen haben, wird es mir bestimmt irgendjemand schreiben. Bäm. Gut, dann gucken wir doch mal, wo wir denn uns als nächstes hin T-Pop hapiepsen können. Oh. It's a forest. Wind. Moment, what? Der Forest heißt Wind? Ach du Scheiße. Wer verwüstet den Wald? Was zum Henker, Alter? What the f... Was seid ihr denn für Dinger, ey? Okay. Die guten, guten alten Terranigma-Bäume. Was? Okay. Bam, bam. Ah, jetzt verstehe ich. Das ist seine... Seine Innereien fliegen hier umeinander. Die geben aber gut Geld. Okay. Ist das irgendetwie... Ist das in irgendeiner Weise nützliche? Okay. Ist hier vielleicht ein geheimer Weg?
sieht nicht so aus. Oh, ich habe gerade durch Zufall diesen Holzklotz gefunden. Ich weiß nicht, ob es was mit diesem Ding hier zu tun hat, aber könnte sein. So, mal hier, erstmal weg da mit dir. Bamsen, 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 Bamsen. Oh, tatsächlich. Wir bekommen Holzklötze von ihm. Okay. Hm. Könnte natürlich sein, dass ich diese Klötze für irgendwas brauche. Ich meine, umsonst kriege ich sie ja wahrscheinlich nicht. Oh, Great Lake. Gucken wir mal. Höhle. Ich warte gerade auf meine Verlobte Nana. Zum ersten Mal trafen wir uns an diesem See. Sie kommt zurück aus Liotto. Ich kann es kaum erwarten. Okay. Lass mich durch, Alter. Okay. Anscheinend nicht. Hm. Eine Höhle, welche als See getarnt ist. Beziehungsweise ein See, welches als Höhle getarnt ist. Welches, whatever. Okay, jetzt gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Okay. Hm. Ha, das sah verdächtig aus. Colorado, Major, Major, Mensch. Hi. Bisher haben die reißenden Fluten immer meine Brücke zerstört. Ich brauche ein starkeres Holz, das dem Wasser widersteht. Man sagt, dass es im Wald nordwestlich von Seha ein gutes Holz gibt. Doch ich höre, dass dort Dämonen ihr Unwesen treiben. Oh. Der Typ will anscheinend mein Holz haben. Ich und mein Holz. Da-da-da-da. Oder wie auch immer. Holzi, Holzi, Holz, oder was? Nimm es. Entschuldige, aber wo hast du den Holzklotz her? Er eignet sich ideal für die Reinigung einer Brücke. Bitte chronischen Raben. Klar. Natürlich, nimm ihn. Ich helfe gerne. Boris, du hast mit mir Holz aufgetrieben. Er eignet sich ideal. Blabla, bitte, kann ich schon haben. Klar. Nur leider reicht mir einer nicht. Kannst du mehr davon besorgen? Okay. Wie viel brauche ich denn? In etwa. Okay. Ja gut, ich bringe ihm einfach mal ein bisschen Holz. Ich weiß nicht, wie viel er denn jetzt genau haben möchte. So, ich habe ihm jetzt, wenn ich richtig mitgezählt habe, 10 Holzstücke gegeben oder geben müssen. Vielen Dank, damit lässt sich eine gute Brücke bauen. Vielen Dank für alles. Gerne. Okay. Wie lange braucht die Brücke? Ich weiß, ich bin ziemlich ungeduldig, was das angeht. Oh, das ging schnell. Oh yeah, it's a crystal man. Thanks, thanks, thanks a lot. Cool. Sehr nice. So, dann glotzen wir doch mal, was es hier auf der Weltkarte gibt. Ein Wald. Ein Wald. Hey, Moment mal. Aha. Stimmt, wir waren schon mal in Colorado. Grey Cliff ist hier, okay. Grey Cliff, whatever. Oh, nice. Das heißt, wir haben uns jetzt eine Abkürzung geschaffen, kann man sagen, nach Südamerika. Sehr nice. Guyana, Guyana, Jana. Gut, dann glotzen wir noch mal, wo es denn hier weitergeht. Ich meine, es wird ja wohl einen Grund haben, dass ich wieder zurück nach Colorado komme. Bamsen. Beziehungsweise ins Amazonasgebiet, glaube ich. Dann werden wir doch mal glotzen. Ob sich irgendetwas getan hat. Amazonas. Moment, war ich in dieser Brücke auch schon? Oh, Liotto. Oh. Stimmt, ich war ja hier, glaube ich, nicht mehr, seitdem die Menschen wieder auferstanden sind. Richtig, oder? Neu geboren wurden, whatever. Cool. Ja, stimmt. Dann kann ich mich hier ja noch ein bisschen umglotzen, denn hier gibt's vielleicht ein paar Neuigkeiten. Lumina. Nur schauen wir mal, was in Lumina so geht. Ob sich hier in der Richtung irgendetwas verändert hat. Kann ich immer noch mit Pflanzen sprechen? Tatsächlich nicht mehr. Warum eigentlich nicht? Ich meine, ich fand es ganz cool, mit den Pflanzen zu quatschen. Nur weil die Menschen jetzt wieder da sind und sie die Alpha-Tiere sind, heißt das, wir dürfen nicht mehr mit Pflanzen und Tieren sprechen. Finde ich ein bisschen schade, aber gut. So, dann gucken wir doch mal. Was war hier nochmal? Ah, okay, das war... Ja, genau. Hier gab es, glaube ich, einen Kristall oder irgendwas damals früher. Vor Dekaden. Vor Unzeiten.
war die Statte hinten. Okay, hier geht. Oh, hier geht's schon mal nicht weiter. Das ist die Frage. Ob ich auf der Seite eventuell. Ja, das sieht gut aus. Na 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 na. Oh, hi! Zwitscher piep, zwiep, piep, 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 zwitscher piep. Zwitscher pieps oder zwitscher pieps? Zwitscher pieps? Zwitscher pieps, wiep. Nein, okay, dann nehmen wir mal die andere Antwortmöglichkeit. Oh. What is happening? Ich verstehe ihn zwar nicht mehr, aber er fliegt mich irgendwo hin. Doch wohin wird es sein? Ich weiß es nicht. Arg lustig wär's, wenn er mich jetzt wieder ganz dorthin fliegt, wo ich hergekommen bin. Ha! That would be strange. Stranger! Grönland! What? Nach Grönland fliegt er mich. Oder auch nicht. Naja gut, sah so aus. Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Ah, ich weiß noch nicht, warum er dreimal im Kreis fliegt, aber okay. Hi. Okay. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier schon hin muss oder ob ich hier irgendwas machen soll oder kann oder... Whatever. Schauen wir mal. Pinginea. Ach, wie süß. Was haben wir denn hier? What the... Glub, glubsi, glub. Okay. Oh, ein Kristall. Aha. Das Bild ist ja geil. Oh, guck, oh, schaut euch mal die Betten an. Oh, meine Güte. Na, na. Glubsi, glub. Oh, ein Pinguindörfchen. Okay, aber irgendwie... Verstehe ich nur Bahnhof. Der angelt in seinem Haar. Oh. Oh, es tut mir leid. Oh Gott, schnell weg. Oh, herrlich. Glubschi, glubsch, glubsch. Ich liebe Pinguine. Okay, hier kann man überall Fische essen. Das ist toll, schön, aber... Oh, ein Pinguin-Künstler. Glubs, glubs. Oh. Ach, meine Fresse, ist das putzig. Na, na, na. Naja, gucken wir uns mal in allen Iglus um aus. Das Bild. Ob es irgendwas gibt. Glubschi. Glubsi, glubsi. Glubsi, glubspulupsi. Okay. Na gut. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob ich hier irgendwas machen muss jetzt zur Zeit, aber ich habe so die Befürchtung nicht. Oh Gott, jetzt gehe ich in die Höhle und es kommen irgendwelche random Gegner, die mich aus dem Leben prügeln, Alter. Oh nein, eine Kiste. Bam, weg damit. Was haben wir hier? Wow, 961 Taler. Nice. Nice so. Okay. Gut, Grönland ist ja jetzt nicht dafür bekannt, dass der Bär hier steppt oder irgendwas in der Richtung, aber das war doch, denke ich mal, ganz nett. Das heißt, ich werde mich mal wieder zurück nach in den Amazonas bringen lassen. Ist das immer die erste Antwort? Jo. So, hier bin ich auch schon wieder und wir werden uns weiter umglotzen hier. Was zum? Wenn du schnell bist, werde ich dich großzügig belohnen. Willst du spielen? Ja, was denn? Was zum Teufel? Oh mein Gott. What is this? Warum kann ich... Ach du Scheiße. Ich bin ja unglaublich schlecht in diesen in dieser Art von Spielen. Wow, Ark, der Kaktusheber. Was muss ich eigentlich tun hier? Ich habe keinen Schimmer. Muss ich hier wieder zurück, oder? Schnell, schnell! Wohin? Ach du Scheiße, das war ein Fail. Was zum Teufel, Alter, ist meine Mission hier? Ach, fick dein Leben, Alter. Verpiss dich, Junge. Ah, Kaktus, ich hab sie nicht gesehen. Verdammte Hacke. Hä? Hä? Ach du meine Güte. Oh.
Geschafft, Glückwunsch! 45, 45, das ist toll, prima! Haha! Wie? Komm und spiel mit uns! Was zum Henker? Okay. Gut, wir probieren es nochmal. Ja, fertig, danke, genau. Wie gesagt, ich habe keinen Schimmer. Jetzt gehen wir mal von oben, würde ich sagen. Vielleicht ist das ein bisschen schneller. Ich habe keinen Schimmer, was eigentlich meine Mission ist. Ich meine, ich muss höchstwahrscheinlich irgendeinen Zeitrekord schaffen. Fick dich. Oh, fuck. Ich muss wahrscheinlich irgendeinen Zeitrekord schaffen, damit ich an diesen Kristall komme, aber ich weiß nicht. Geschafft, Glückwunsch! 22 Sekunden, wir geben auf, Glückwunsch, nimm das versprochene Präsent an dich. Yeah! Arke hält ein Kristall! Nice! Sehr gut. Gut, das war jetzt allerdings nicht das Erhoffte, was ich eigentlich mir erhofft hatte. Hä? Oh. What is this? Vitalelixier erhalten. Cool. Das sieht ein bisschen aus wie die Zombie-Stadt, aber das ist sie wahrscheinlich nicht. Was haben wir hier? 378 Taler. Cool, 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 cool. Aha. Okay, das scheint es auch schon gewesen zu sein. Okay, dann komme ich hier wohl nicht an den gewünschten Ort. Amazonas, genau. Hm. Was ist das da hinten? Das würde mich interessieren. War ich da schon oder ist das was Neues oder what? Gut, Lumina brauchen wir nichts im Moment jedenfalls. Was war hier nochmal? Ach, hier war doch Ding. Portal. Portal? Oh ja, nutzen wir die Gelegenheit und speichern mal ab. So. Frisch gespeichert geht es weiter. Weng. Okay, ich habe keine Ahnung, ob ich da links oder was an diesen Ort überhaupt rankomme. Also jetzt, momentan, sieht es irgendwie nicht danach aus. Deswegen werden wir uns jetzt mal in Liotto umschauen, würde ich sagen. Glotzen wir mal. Hi. In Liotto ist immer Karneval, genieße alles in vollen Zügen. Okay. Nice. Das Leben ist nur sehr kurz, man sollte keine Sekunde vergeuden. Ich hasse Clowns. Einige Waffen besitzen verborgene Kräfte, findest du eine, so rüste dich wieder raus. Ja, das tue ich. Dinge. Manchmal, immer. Hi, hast du was Neues für mich? Tatsächlich. Ich habe keine Ahnung, ob sich dieses Ding rentiert. What is this? Oh, kaufen wir es mal. Ich weiß es nicht, was ist das? Serum. Oh, halt tödliche Vergiftungen. Cool. Da werde ich mal ein paar von kaufen, würde ich sagen. 45 ist ja jetzt kein Geld. Fuck, ich habe falsche gekauft, ich Dummkopf, Alter. Also manchmal... Ja, ich könnte jetzt speichern und das Ganze nochmal machen, aber ich keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Was habe ich denn jetzt gekauft? Irgendeinen Stock oder so ein Scheiß. Die Strahlenlanze wahrscheinlich. Ah, fuck. Egal. Die 900 Tacken. Scheißegal. Bam. Liotto, Giotto, Orakel. Ja. Ah, hallo, 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 hallo. Du wirst durch die Lüfte fliegen, eine Knolle sei dein Glücksbringer. Okay. Ich nehme es danke zur Kenntnis. Hi. Ich habe mich mit Schuhcreme eingerieben. Oh mein Gott, nein, bitte. Ich lasse es mal so stehen. Mein Sohn ist Fußballfan, er denkt an nichts anderes. Was soll's? Das Leben ist kurz und man soll nur das tun, was auch Spaß macht. Ja, wenn das Leben nur so einfach wäre, Lady. Warum ist dein Sohn weiß? Hallo, ich bin Fußballfan. Magst du Fußball? Klar. Ich liebe Fußball. Ich bin Bayern-Fan.
Alter, nein! Oh, also, die deutschen Übersetzer hatten wirklich Spaß in diesem Spiel, ehrlich. Aber dieser Stereotyp einfach, Bayern-Fan, Alter, Bayern ist scheiße, Junge. Oh man, das sind die letzten Loser. Ja. Ja, okay, alles gut. Ich mag Eis. Was? Schon klar, aber ich rede vom Fußball. Ja, er liebt Eishockey. Hallo, ich bin Fußballfan. Ja, klar. Ich liebe Fußball. Was ist dein Lieblingsverein? Keine Frage. Der FC St. Pauli. Oh mein Gott, das ist noch... beschissener, Alter. Okay, anscheinend war es das mit Auswahlmöglichkeit. Hey, da. Da oben, Alter, ist ein Poster von Pelé, Alter. Ich pack's nicht. Nettes Gimmick, muss ich sagen. Oh, ein Kristall. Magst du Tortenwerfen spielen? Was meinst du? Klar. Du musst nur mit den Torten die Katzen treffen. Einfach. What? Fang schon an. Ach, diese Katzen hier, okay. Bam. Oh Gott, sie verändern sogar ihren Gesichtsausdruck. Ich krieg einen Affen, Alter. Bam. Oh, ist das knuffig. Bam. Bam. Oh, zwei auf einmal. Cool. Bam. Bamsen. Boomsen! Oh Mann, du bist der totale Loser. What? Okay, weil ich... Ja, lass mich weiterspielen, Alter. Okay, ich versuch's nochmal. Yeah! Geschafft, du scheiß Katzen zu mögen. Zum Dank erhältst du einen meiner Lieblingssteine. Einen Juwel. Nice. So, damit hätten wir das auch geschafft. Hi! Weiter oben steht die Liebesstatue. Liebe, wir haben dort so meine schöne Stunde verbracht. Oh ja, lasst uns lieben, innig. Im Süden liegt der Hafen, dort kannst du Seeleute treffen. Ach, jetzt hör auf. Ernsthaft? Welchem Lebtag nie draufgekommen. Hast du Lust auf mexikanisches Essen? Lecker! Nur 10 Taler. Oh ja. Tacos und Nachos. Mezcal, Mezcal, Mezcal. Ah, oh, nel Tacos, gib mir Tacos! Tacos sind ein feuriger Hackfleischsnack. Taco Enchilada. Schmeckt doch lecker, oder? Klar. Gib mir noch ein paar. Nein, nicht schon wieder. Ach, egal. Scheiß drauf. Gib mir ein bisschen Nachos. Ach, Nacho isst man mit Chili und Tabasco-Soße. Na, ich esse sie lieber gerne mit Käsesoße. So, und dann werden wir noch ein bisschen Mezcal, Mezcal. Mezcal ist ein Kakaenschnaps. Ah, okay. Er lässt dein Herz höher schlagen. Oh ja, mein Gott. Wow. Schmeckt doch lecker, oder? Yeah. Jetzt brauche ich Blutdrucksenker. Oh, noch ein Kristall. Cool. Jetzt werden mir die Kristalle langsam hinterhergeworfen hier. Heute oben steht die... Okay. Ja, ist ja gut. Ich hab's verstanden. Hi. Wir haben Eis und Kaffee anzubieten für jeweils 10 Taler. Kaffee. Ja, damit. Ich liebe Kaffee. Boah, damit mein Herz sich wieder ein bisschen beruhigt. Es gibt mir ein bisschen Eis zum Kaffee. Moment. Warum gibt es kein Eiskaffee? Hä? Richtig gegen Durst, Äpfel und 8 Taler und Melonen 12. Yeah, Melone ist leer. Ich bin durstig, ich kaufe. Wir hatten dieses Jahr eine gute Ernte. Moment mal, das ist ein Übersetzungsfehler. Ich meine, warum sollte er Durst sein und dann eine Melone oder einen Apfel wollen? Ja, die Übersetzer haben schon ein bisschen geschlampt, möchte ich meinen. Gut, nachdem wir uns vollgefressen haben, geht's weiter. Ist unser Affe nicht niedlich? Er tanzt sogar Samba. Okay, alles gut. Ich lasse euch mal alleine, ihr zwei. Rede mit mir. Am Tag herrscht eine sehr ausgelassene Stimmung, aber nachts. Nein. Endlich habe ich dich wieder, lass mich nie mehr allein. Moment mal, ist doch Melin. Ich habe mich beschlossen, bei dir zu bleiben. Einverstanden? Claire. Na gut, aber jetzt beruhig dich wieder. Oh Mann, los jetzt, auf zum Karneval. Ein solches Fest habe ich ja noch nie gesehen. Okay. Asta Rica liegt hinter den Bergen im Nordwesten. Die Einwohner von Asta Rica pflegen seltsame Rituale. Aha. Hallo, willst du Zuckerwatte? Ja, möchte ich. Hier, bitte. Pink Cloud, okay. Hihi. Okay. Heieiei, wir haben Melin wieder im Schlepptau. Durch. Ah, wo willst du denn hin? Es gibt noch viel zu sehen. Was möchtest du denn sehen, bitte? Ich hab schon alles gesehen. Oh mein Gott. Oh, wie romantisch. Die Jesus-Statue. Die Jesus-Statue. Sind wir vielleicht doch in Rio? Paare, die sich hier verlieben, werden immer glücklich sein. Ist das nicht eine schöne Geschichte?
Ja, es geht so. Ja, aber vielleicht auch etwas übertrieben. Psst, sei still. Ach, du bist wohl nicht besonders romantisch. Alter, du bist erst 6. Ich schon, ich glaub fest daran. Hör mir zu, es gibt jemanden, den ich sehr, sehr gern mag. Dieser jemand bist du, Ark. Oh. Und wenn ich schon jemand liebe, weil ich das will ich, dass er meine Gefühle erwidert. Ich werde heute Abend zurück sein. Okay. Werde dir über deine Gefühle klar, Ark. Alter, ich darf dich nicht anfassen. Das wäre, glaube ich, sexuell minderjährig. Also hier, na, Vergreifung an Minderjährigen wäre das, glaube ich. Ich meine, wir können gerne eine Nummer schieben vor dem Herren. Aber ich weiß nicht, ob das so gut ankommt. Okay, vielleicht ist das für mich das Stichwort, dass ich ein bisschen schlafen gehen soll, damit es die Nacht hereinbricht. Denn wir haben ja erfahren, dass nachts irgendetwas im Argen liegt. Mutter ist zum Karneval gegangen. Mutter ist noch immer nicht zurück. Du könntest mir eigentlich Gesellschaft leisten. Im Bett? Oder? Auch du bist erst 5. Darf ich umsonst pennen, oder? Nee. Okay. Muss ich ihre Mutter finden, oder was? Oder ich gehe mal zum Hafen. Ich weiß es nämlich nicht, ob ich hier irgendwas tun muss. Leotto. Hi. Viele sind verschwunden, wir können nicht mehr zur See fahren. Alles begann, als der Turm erschien. Welcher Turm? Hi. Der Nixenturm erschien im Osten des Meeres und nicht die Monster. Okay. Das hört sich nicht sehr gut an. Monster tummeln sich im Osten des Meeres. Viele sind dort umgekommen. Mhm. Der Nixenturm erschien im Osten. Ja, okay. Alles gut. Okay. So können wir nicht fischen, Arr. Wir müssen die Monster loswerden, Arr. Mhm. Arr, Arr. Wir müssen die Monster loswerden. Okay, da komme ich wohl nicht hin. Okay. Also ich würde ja gern wissen, was passiert, wenn Nacht ist, aber ich kann mit dieser blöden Tuse hier nicht interagieren. Ich möchte eigentlich nur okay, alles gut. Ha. Ja, wer bin ich? Dass ich das Doppelbett haben wollte. Oder das Zimmer mit dem Doppelbett. Yeah! So, ich speichere das Ganze jetzt mal ab hier und dann... Ist es eigentlich auch schon wieder Zeit, aber wir möchten, denke ich, nochmal gucken. Ist es jetzt Nacht? Ah, tatsächlich. Ich möchte mich eigentlich hier nochmal ein bisschen umglotzen. Na, 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 ob sich irgendwas verändert hat. Beziehungsweise ob wir Maylin an der Statue treffen. Na, 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 na. Das wäre natürlich ziemlich... Arg! Arg! Maylin? Hast du dich schon ausgezogen? Oh mein Gott, what? Melina? Keine Sorge, der Weise weiß, dass ich hier bin. Es ist schön hier. Dank dir gibt es wieder solche schönen Orte. Ja. Seit du gingst, Ark, wurde mir etwas bewusst. Der Kristallnebel und die Schönheit von Krysta, all das bedeutet mir nichts, wenn du nicht an meiner Seite bist. Jetzt merke ich erst, wie einsam ich ohne dich war, Ark. Ich möchte mit dir zusammen sein, Ark. Ah, okay. Oh, das ist traurig. Ark, ich liebe dich. Bis heute Nacht. Das ist deine große Liebe. Du denkst nicht an mich. Ark, dein Herz ist bereits vergeben, aber nicht an mich. Ich weiß jetzt, du hast mich nie geliebt. Ich hasse dich. Alter, wir kennen uns nicht mal. Außerdem ist Melina viel reifer und viel... erotischer als du. Okay. Das war irgendwie schade für sie, muss ich sagen. Also für Melin. Ich meine, sie kann ja nichts für Gefühle. Ne? Man kann ja eigentlich nie was für Gefühle. Okay, ja. Es war wahrscheinlich nur so eine Art Wunschgedanke vielleicht von Ark, dass er jetzt Melina gesehen hat. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass wir sie irgendwann wiedersehen werden. Die Frage ist, ob ich diese Stadt hier fotografieren kann. Ich weiß es nicht. Ich probiere es einfach mal. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich probiere es mal. Ja, möchte ich. Danke. Oh, wir können es doch fotografieren. Cool. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Episode. Final Fantasy, genau. Terranigma. Und
Dann gucken wir mal, ob wir uns auf den Weg zum Nixenturm begeben. Bis dann, vielen Dank fürs Zusehen, Liken, Kommentieren. Ciao.